Die Sozialdemokraten sind immer schon mit der Mathematik auf den Kriegsfuß gewesen. Klar, mit 10 kleinen Schweinsfingerlein kannst du 600 Delegiertenstimmen nicht auszählen. Das ist vollkommen klar. Ich bin auf dem besten Wege zum AMS. Als Vertreter des Polytainments melde ich mich nun arbeitslos. Denn die Realität, die traurige, dramatische, süß, humoristisch, sarkastische Realität, hat in Wahrheit jeglichen Humorist in dem Land der Lüge gestraft. Das, was die Sozialdemokratie hier aufgeführt hat, lässt nur mehr einen Schluss zu. Auflösen, auf Nimmerwiedersehen, Schluss mit lustig, aus die Maus. Bleiben wir mal bei der Sache, Gerald. Ja? Wir haben ja uns schon am Abend da zusammengeschaltet und du hast da schon als einer der Ersten auch angedeutet, du glaubst nicht wirklich ans Ergebnis, es fehlt eine Stimme etc. Wie kann denn sowas passieren? Du warst ja selber mal in Parteien tätig, du warst auf X-Parteitag der FPÖ. Hallo, Wolfgang, nicht mich fragen, wie sowas passieren kann. Ich bin vollkommen fassungslos, wie so etwas passieren kann. Bitte frag keinen vernünftigen Menschen, wie so etwas in diesem Land passieren kann. Das ist eine Partei, die sitzt im Nationalrat und beschließt das österreichische Budget, unseren Staatshaushalt. Das ist eine Partei, die beschließt den Wiener Stadthaushalt. Die jongliert mit Milliarden Euro und kann nicht bis 600 zählen. Nicht mich fragen, warum die das nicht können, Wolfgang. Die Genossen fragen, warum die Grundrechenarten nicht gelernt haben, warum sie Analphabeten sind. Sie können weder lesen, noch schreiben, noch rechnen. Und das ist das Ergebnis. Hans-Peter Doskozil hat diesen Wahnsinn angezündet über Monate hinweg, hat dann die Mitgliederversammlung in der Mitgliederversammlung diese Partei gedrittelt, war dann vor 48 Stunden der scheinbare Sieger und hat sich nun selbst zum nützlichen Idioten abdegradiert, denn es ist ein anderer geworden. Wenn sie zwei streiten, freut sich der Dritte. Und die Wahrheit ist, Hans-Peter Doskozil genauso mausetot wie Pamela Scheurer in die Wagner. Die kennen sie beide irgendwo im Neusiedler See auf Grabstaufeln. Eine Doppelruft am besten, weil das ist erledigt, das ist enterledigt. Und wie das der Herr Babler jemals noch einmal zustande bringen will, dass nur ein Mensch in der Republik einen ernsthaften, vernünftigen Gedanken in Zusammenhang mit der SPÖ findet. Entschuldige, das ist mir bis dato schleierhaft. Du meinst, die SPÖ hat sich für die nächste Nationalratswahl ruiniert? Naja, ich meine, da hat der Fritz Verzetnitsch, wie er geheißen hat, gerade das ist ausgerechnet mit den Babak-Milliarden, ist er noch sorgsamer umgegangen als seine Nachfolger auf dem Parteitag samt der Frau Grubesser oder wie das Gespenst heißt. Das ist ja gespenstisch, was diese Partei abgeliefert hat. Sie quält uns seit 5 Monaten mit ihrem parteiinternen Dreck und ist dann nicht einmal in der Lage, eine Stimme und eine Stimme machen, 2 Stimmen zusammenzuzählen. Ja, wo sind wir denn? Das ist der Bananenrepublik, was sich hier abgespielt hat. Die SPÖ soll sich auflösen. Die sollen alle nach Chile fliegen und dort einen Bananenhain aufmachen. Oder weiß ich nicht, am Bazar von Damaskus in Zukunft Pistazien verscherbeln. Aber doch bitte keine Politik mehr in dem Land machen. Die Partei ist mausetot. Jetzt einmal weg vom Humor zur Realität. Es gibt im Internet sehr viele Verschwörungstheorien, dass die sich nicht verzählt haben, sondern dass die absichtlich manipuliert haben. Was sagst du dazu? Ich habe am Samstag, falls ich dich erinnern darf, am Abend in dem Duell Groß gegen Bornmäner das erste Mal darauf hingewiesen, dass dort eine Stimme fehlt. Und habe schon bei der elektronischen Abstimmung, bei dieser Mitgliederbefragung etwas in den Raum gestellt, was ja in Amerika üblich ist, da verschwinden auch Stimmen, was ja auch durchaus in Österreich passieren kann. Und natürlich schaut es jetzt nicht unbedingt gut aus. Also die Optik ist windschief. Dass ausgerechnet der Wiener SPÖ nahestehende Herr Kopitz quasi so lange gepiesackt wird, bis er das Handtuch wirft, dass eine Doskozil-Vertraute die Wahlkommission führt, die dann noch ein Falschergebnis liefert, amtlich bestätigt und verkündet, dass im Interesse des Herrn Doskozil war, aber sie offenbar zu blöd waren und sich um eine Stimme verzählt haben und dass dann 48 Stunden rufbar wird, weil Journalisten nachgefragt haben, ja, entschuldige, jede Generalhauptversammlung von der Camorra und der 'Ndrangheta in Kalabrien und Sizilien hat demokratischere Grundsätze als dieser SPÖ-Parteitag. Die können nicht mehr zählen, Wolfgang. Der Erdogan war in 2 Wochen gewählt. Die SPÖ braucht 5 Monate und hat noch eine Wahlbetrugsdebatte am Hals. Die Frage ist ja, können Sie nicht zählen oder wollten Sie vielleicht nicht zählen?
Das ist an sich egal. Ob es jetzt mit Vorsatz oder Fahrlässigkeit passiert ist, Idioten bleiben Idioten, würde ich sagen.